So, alles erledigt. Jetzt geht es um das Thema abgezahlte Immobilie versus nicht abgezahlte Immobilie. Und macht es denn vielleicht sogar Sinn, eine Immobilie bar zu kaufen, wenn man genug Geld hat? So, grundsätzlich hast du den Hauptunterschied im steuerlichen Sinne. Wenn du eine Immobilie bar kaufst, kannst du die Zinsen nicht absetzen, weil du hast ja keine Finanzierung und keine Kaufnebenkosten bezüglich der Finanzierung, also keine Grundschuld, keine Grundschuldbestellung und auch keine Eintragung der Grundschuld, keine Notarkosten für die Grundschuld, weil das sind Kaufnebenkosten, die mit der Geldbeschaffung zu tun haben. Die kann man direkt absetzen am Anfang, sind aber immer noch Kosten, klar, und das Geld ist weg irgendwo. Und es bietet dir einen Steuervorteil auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das Geld halt weg, was es gekostet hat, klar. Alle anderen Kosten, die anfallen beim Kauf, die müssen aktiviert werden über 50 Jahre. Also 2% Abschreibung hat man dann da. Ja, macht es denn Sinn, bar zu kaufen? Also grundsätzlich, aus meiner Brille macht es keinen Sinn, weil meine Intention ist es natürlich, mit Immobilien Vermögen aufzubauen und nicht irgendwie Geld einfach nur unterzubringen. Also gerade kenne ich jemanden zum Beispiel, die haben jetzt ein Haus gekauft in München, ein Mehrfamilienhaus im zweistelligen Millionenbereich, ein Riesending. Die haben das bar gekauft, weil die haben so viel Geld zum Investieren im Immobilienmarkt, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin damit. Und die müssen irgendwas kaufen. Und wenn die jetzt noch hebeln mit Finanzierung, dann haben sie ja noch mehr. Und die Liquidität kann gar nicht mehr aufgenommen werden vom Markt. Deswegen kaufen die teilweise bar Riesendinger einfach auf. Weil die haben dann einen Geldbetrag X, der in Immobilien muss. Und wenn es keine Immos gibt mehr, dann müssen sie halt einfach bar kaufen, damit das Geld weg ist. Und die argumentieren halt so, ja, in der Krise können wir das Ding beleihen mit einer Grundschuld und das Geld auszahlen lassen, weil die Sicherheit ist ja schon da und bezahlt gewesen und dann neue Objekte kaufen, wenn wieder neue Liquidität und aufgenommen werden kann vom Markt. Ja, Hauptunterschied zwischen Finanzieren und Nichtfinanzieren ist eben die steuerlichen Vorteile der Finanzierung, die man eben sich ziehen kann, wenn man so wie wir, die kleinen Jungs noch im Markt, die eine Wohnung cool finden, dann macht es Sinn zu finanzieren, und wenn man so ein Big Player ist, wie eben angedeutet, macht es unter Umständen keinen Sinn, weil die einfach, die müssen halt einfach das Geld loswerden, sonst wird es ja durch die Inflation entwertet. Das ist nämlich der nächste Punkt, warum eine Finanzierung aus dem Wohnungskauf, aus der Wohnungssicht Sinn macht, also wenn man eine kleine Wohnung kauft und nicht 100 Millionen unterbringen muss, weil die Inflation entwertet ja das Geld. Wie hoch der Betrag ist von der Inflation ist, keine Ahnung, da lässt sich drüber streiten. Aber wenn du jetzt Zinsen zahlst und Inflation hast, dann kann das sogar sein, dass dich das ein bisschen aufhebt ein Stück weit, weil negativer Vermögenswert wird ja auch immer weniger wert, und wenn du halt Minus hast und es wird weniger wert, dann hast du immer weniger Schulden irgendwann, ne? Weil das Geld wird ja entwertet. Und wenn du Schulden hast und die werden weniger wert durch die Inflation, dann kann es sogar sein, dass die sich aufheben, die Zinsen und die Inflation. Da gibt es so, kann es sein, ja. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn zu finanzieren, wenn man Vermögensaufbau betreiben möchte mit Immobilien. Wenn man hingegen einfach nur Liquidität hat und das Geld unterbringen will irgendwo, kann es sein, dass es keinen Sinn macht. Aber für Vermögensaufbau macht es Sinn, wie gesagt. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu dem Thema Immobilie finanzieren, bar kaufen oder was für steuerliche Konsequenzen hat das Ganze, da kannst du ruhig eine Frage mal stellen unter dieses Video. Wenn es zu kompliziert wird, dann hole ich einen dementsprechenden Experte dazu, der das Ganze beantworten kann. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg.